das Kunstwerk mit dem Titel ohne Titel. Was kann man sagen? Also, Sie sehen hier ein Gemüse, was sich in einem Schrank befindet. Was kann das aussagen? Keine Ahnung. Wenn man die Zwiebel zerteilt, dann kommen Dämpfe und man muss heulen. Cool. Ja, gerade das Einmannstück Nipple Jesus gesehen und bin direkt mit dem Protagonisten hier. Ist ja nur einer. Ist nur einer, deswegen ist er, genau. Rufen und der ganze Pulk Leute kam rein. Zwei jüngere Typen, ein älteres Pärchen und eine junge Frau. Oh, Martha. Wie geht es dann, dass man als Einzelperson so viele Proben dann da reinsteckt in so ein Stück, dass das dann entsteht, weil es ein Einzelstück ist, weil man ja all die ganze Zeit selber auf der Bühne ist? Wie schaffst du das, das irgendwie mit diesem Projekt und parallel dann eben, ja, du wirst wahrscheinlich noch andere Dinge tun müssen, außer proben können, oder kannst du? Ja, das stimmt, ja. Wir haben bei uns in unserem kleinen Theater haben wir eine Menge Aufgaben zu verteilen. Also ich habe auch noch die Aufgabe der betrieblichen Leitung, das heißt, ich kümmere mich dann auch um die Abrechnungen und um das Geld und die Finanzen und so weiter. Das sind eine Menge Aufgaben, aber wenn es dann an die Proben geht, dann gibt es dann auch den großen Fokus darauf. Mhm. Und ich habe ja auch eine Menge tolle Mitstreiter, die zum Beispiel Melanie Stein, die Regisseurin ist des Stückes und auch die künstlerische Leitung des Hauses auch weiter mitmacht. Mhm. Und da hat eigentlich viel Unterstützung. Also, okay. Auch Isabel, die Assistenz gemacht hat, also es ist... Ihr fangt euch dann gegenseitig auf. Genau. Das ist ja cool. Und wie lange habt ihr geprobt? Wir haben, ich glaube, 3,5, 4 Wochen haben wir geprobt. Magst du uns einmal kurz erzählen, warum alle Leute kommen müssen, um sich dieses Stück auf der Unterbühne anzugucken? Ja, also zuallererst bekommen Sie die Qualität des modernen Theater Oderland kombiniert mit dem Kleistforum und dem Museum Junge Kunst. Also da sind wirklich eine ganze Menge Ideen mit eingeflossen. Und es ist ein irre gutes Stück. Es geht im entferntesten Sinne oder auch im nahen Sinne um Kunstverständnis, um den Zugang zu Kunst. Und ich glaube, da kann sich jeder, der auch noch nicht so affin ist zur Kunst oder so, auch wiederfinden, weil diese Figur Dave, die ich verkörpere, einen ganz naiven Blick darauf hat, was eigentlich Kunst bedeutet und was man damit anfangen kann. Ja, cool. Dann, ich kann euch nur raten, hinzugehen. Ich habe es jetzt zweimal gesehen, ich könnte es mir nochmal angucken. Und, schön. Ja, also kommt vorbei, schaut es euch an und lest vor allen Dingen im Blog darüber, was Jana und Anna darüber sagen. Kommt vorbei, guckt es euch an, es ist auf jeden Fall sehenswert.